Hi Leute, ja, die liebe Veronika von Red Rocks hat mich angeschrieben, dass sie am 4.5.2012 in der Tiergalerie in Dortmund einen kleinen Stand eröffnen und hat mich gefragt, ob ich nicht auch gerne vorbeikomme und mir ein paar Produkte anschauen möchte. Und ja, ich habe es leider zeitlich nicht geschafft, dahin zu fahren an dem Tag und fahre jetzt so gesehen nachträglich dahin. Und das ist heute und ich nehme euch mit. Das ist so ein kleiner Follow Me Around. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, wie das ist. Bin schon ganz gespannt, wie die Produkte sind, was die da alles haben. Ich filme natürlich alles und ich freue mich. Ja, wie gesagt, das ist in Dortmund, in der Tiergalerie, da auch wo Primark ist. Ich muss mal gucken, wo das ist. Das ist jetzt kein Laden, das ist so ein kleiner Stand. Aber ich erkläre euch das dann, wenn ich es gefunden habe, wo genau das ist. Und ja, ich würde sagen, kommt mal eben mit. Wir fahren jetzt dahin. Oh, habt ihr vielleicht gesehen, ich bin dunkel. Ich war beim Friseur extra und ich hatte ja so einen komischen Übergang, so orange und blond. Und ich habe gesagt, man kann es mir denn bitte wegmachen und habe dann extra meine Extensions mitgenommen, damit er mir die in dieser Farbe färbt. Und ich bin rausgekommen blond wie Katzenberger. Und wenn nicht noch blonder als die. Und ich hatte zu Hause noch eine Packung und habe mir die dann dunkel gefärbt. Ich hoffe, man sieht das vielleicht. Also ich bin nicht mehr so ganz blond. Ich bin jetzt eher so ins Karamell, Honig, weiß ich nicht was. Aber jetzt gefällt es mir auf jeden Fall besser. Ich war blond. Ich war richtig blond. Also ich war richtig, richtig blond. Viele hatten ja geschrieben, du siehst auf diesen Eyeglam-Fotos total blond aus. Wenn manche das schon blond fanden, dann hätten die mich echt nicht mehr... Ich war schon wasserstoffblond. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Aber ja, jetzt habe ich diese Haarfarbe. So die. Ne, so. Finde ich auch jetzt besser. Oh, hier ist die Polizeiwache. Darf man überhaupt filmen? I don't think so. I don't think so. But I do it. Cause I'm criminal. Woo! Ja, das nenne ich mal dumm. So, wir sind gerade auf dem Weg zur Tiergalerie und wir haben uns einen coolen Tag ausgesucht, denn heute spielt Dortmund gegen Bayern. Und ja, hier ist die Hölle los. So, und da wir, ich habe mir jetzt auch so ein Ding geholt, damit ich aussehe wie eine Dortmunderin. Ja, ja, auf jeden Fall sind wir jetzt gerade in Dortmund und heute spielt ja Dortmund gegen Bayern. Da man ja dementsprechend auch angekleidet sein muss, habe ich mir jetzt auch so ein Ding hier geholt. Wo ist das? Hier. Sehr geil. Und wir suchen jetzt die Tiergalerie die ganze Zeit. Ja, je weiter man in die Stadt reingeht, desto mehr Accessoires bekommt man. Jetzt habe ich auch noch so ein Krönchen. Wird immer besser. So, und jetzt haben wir endlich Red Rocks gefunden. Das ist gegenüber von Pieces. Ich zeige euch mal, der ist ganz süß. Und dann schauen wir mal, was die haben. Wir haben hier Sigma-Pinsel, verschiedene, oh mein Gott, die will ich haben.
verschiedene Sleek Blushes, dann haben die noch diese Kits von Sigma. Von The Balm haben die Sachen. Oh oh! Oh cool, die haben sogar den Beauty Blender hier. Das ist so süß gemacht, schaut mal! Ich will diesen ganzen Stand für mich zu Hause haben. Das ist nicht süß. Ach, guck mal, die haben auch hier von The Balm. Oh Gott, ich muss jetzt ein bisschen reinbrüllen. Hier sind die ganzen. Ja, ist ein bisschen laut heute hier. Verschiedene Orli-Nacke. Das ist ja hier meine Lieblingspalette zum Beispiel. Bad Girl, glaube ich. Die haben hier auch ganz viele Pinsel. Und die ganzen Brushes zum Beispiel. Yay! Das ist so ein schöner Laden. Also so ein schöner Stand, muss ich sagen. Ganz schön. So sieht das aus. Das sind die Verkäufer. Darf ich dich filmen? Darf ich dich filmen? Ja. Aber nicht so viel. Sieht schon schlimm aus. Nein, sieht gut aus. Das ist die Verkäuferin, die dir dann weiterhelfen können. Ja, und das ist der Stand. Endlich habe ich ihn gefunden. Und wie gesagt, gegenüber von Pieces ist das. Ganz einfach zu finden. Und ganz schöne Sachen. Zu Hause, bis ich zu Hause ankam, war es, ich weiß nicht wie viel Uhr, denn ich kam irgendwann mal nicht mehr mit dem Auto durch, weil ich fahre natürlich nach Dortmund, wenn Fußball ist, ne? Aber Glückwunsch, Dortmund hat gegen Bayern gewonnen. Und ja, ich war, habt ihr ja gesehen, bei Red Rocks und da hat sie mir gesagt, ich darf mir was aussuchen. Oh mein Gott, ja, wer die Wahl hat, hat die Qual und
meinte sie schon, ja, diese Balm-Palette hast du ja schon. Und ich so, ja, und die ganzen Sleek-Paletten habe ich auch schon. Und ich griff dann zum Blush, also so irgend so ein Peach, Let's Peach oder Let It Peach oder so, irgendwie sowas. Aber dann dachte ich mir so, ah, ich weiß nicht und so. Aber ich bin dann immer so um diesen Beauty-Blender herum getänzelt, ja, und ja, dann habe ich gefragt, ob ich mir den mitnehmen darf, und sie hat gesagt, ja klar, kannst du mitnehmen, das ist dieser hier, den kennt ihr bestimmt, der ist, das ist so ein kleines, komm raus, das ist so ein kleines Ei, so ein pinkes Ding, und das macht man dann mit Wasser, der wird dann dick, und dann kann man Make-up auftragen, und das mache ich gleich, denn ich habe kein Make-up drauf. Und hier ist noch was drin. Dann habe ich gefragt, ob ich was für meine Verlosung, ne, meine über 5000 Abonnenten-Verlosung haben darf. Eigentlich wollte ich die Original haben. Oder die Original, ich weiß nicht, wie die ausspricht. Aber sie hat mir aus Versehen die Sunset-Palette reingetan. Ich zeige euch die mal. Die habe ich auch. Aber ich finde das jetzt im Nachhinein nicht schlimm. Denn hier sind mehr... Alter Falter. Hier sind mehr, ups, da ist so ein Schwämmchen drin. Hier sind mehr hellere Farben drin, vielleicht optimal auch ja, für den Sommer. Und ich finde auch, diese Töne kann man dann auch für den Herbst super verwenden. Deswegen finde ich das gar nicht mal so schlimm, dass die Paletten jetzt ausgetauscht worden sind. Und die finde ich auch ganz, ganz toll. Zum Beispiel mit dem blauen hier. Könnt ihr ja hier immer unten an den Wimpernkranz dran gehen, wenn ihr... Ja, also man kann auf jeden Fall sehr, sehr viel draus machen. Und ich schminke auch ein paar Looks, weil ich dieselbe Palette habe. Schminke ich euch damit auch mal was vor. Und ja, die habe ich jetzt bekommen für euch, dass ich die verlosen darf. Meine Verlosung ist jetzt komplett. Also ich habe jetzt alle Sachen, die ich verlosen wollte, da. Und was gibt's noch? Bei Red Rocks ist zurzeit ein 10% Rabatt Aktion. Das heißt, mal gucken, was da steht. Bringen Sie einfach diesen Flyer mit und erhalten Sie 10% Nachlass. Aber ich denke mal, das machen die auch ohne Flyer, weil, ne, ist ja kein Problem. Ist gültig einschließlich 4.8.2012. Und ja. Ja, hier ist auf jeden Fall so eine Facebook-Fan-Liken-Seite. Das zeige ich euch jetzt mal nochmal in die Kamera. Und ja, mit dem typischen Red Rocks Mond, ja, so. Und ja, ich muss auf jeden Fall sagen, die Verkäuferinnen, die da waren, also die mich jetzt bedient hat, ich habe den Namen vergessen, aber sie war sehr, sehr nett. Also man hat sich nicht gefühlt, als ob die irgendwie was aufschwatzen wollen. Ich habe es ja beobachtet, wie die paar Mädels bedient haben oder ja, weitergeholfen haben mit der Schminke. Und ich finde... die haben es ganz toll gemacht, also sie haben sehr freundschaftlich mit den Kunden geredet, was ich sehr gut finde, weil man sich manchmal in anderen, ich nenne die Filiale nicht, aber manchmal fühlt man sich dann doch irgendwie, als ob die was aufschwatzen wollen, was du eigentlich gar nicht haben willst, nur weil du gerade vielleicht in die Richtung geguckt hast. Und da ist das gar nicht so. Ich finde, da sind die super nett. Zwei super, super süße Verkäuferinnen vor allen Dingen. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall mal da vorbeizugucken. Red Rocks ist in der unteren Etage, in der Erdetage unten gegenüber von Pieces. Aber das habe ich auch im Video jetzt gerade in diesem Video-Ding gezeigt. Aber falls ihr es nicht gehört habt, weil irgendwelche Dortmunder-Fans rumgeschrien haben. Das ist genau gegenüber von Pieces. Und nicht zu übersehen, sehr bunt, sehr pink und super cool. Ich zeige euch jetzt das mit dem Beauty Blender. Ich bin selber gespannt, weil ich es noch nie mit damit mich geschminkt habe. Also ihr macht es jetzt nass. Ich habe mir mal so einen Becher genommen. Den tut ihr jetzt hier rein einmal. Oh ja, seht ihr? Ich kann zaubern. Der ist jetzt nass und auch viel dicker geworden, und ich benutze natürlich wie immer meine Catrice 040 Sun Beige Photo Finish Foundation. Da kommt jetzt auch nichts mehr raus. Ich kratze nur noch so die letzten Sachen hier raus, und ich tue mal hier so ein bisschen, so noch ein bisschen mehr. So, das ist jetzt übrigens schon meine vierte Flasche, die ich nachkaufe. Das ist Wahnsinn. Und
Ihr könnt jetzt entweder den dicken Popo benutzen zum Verblenden, also zum Einarbeiten, oder die Spitze oder die Seite hier, wie ihr am besten damit zurechtkommt. Ich glaube, ich fange jetzt hier mit der Seite an und ihr kloppt das jetzt einfach so in die Haut ein. Mit der Spitze könnt ihr auch wunderbar hier an den Augen gut arbeiten. Und hier am Kinn. Da der Schwamm jetzt nass ist, finde ich, sieht das Ergebnis auch sehr frisch aus. Es sieht nicht so vollgekleistert aus. Es sieht immer noch natürlich aus und gefällt mir eigentlich richtig gut, soweit ich das jetzt sehen kann. Man hat immer noch so einen leichten Glow, was ich sehr, sehr schön finde. Es geht auch schnell, das einzuarbeiten, das mag ich. Ich wollte den schon immer mal testen und ja, sieht gleichmäßig aus. Nur mit der Kamera sieht das jetzt ein bisschen krass aus, weil es sehr, sehr hell ist leider. Wie mache ich das jetzt? Keine Ahnung, aber mir gefällt. Sehr ebenmäßig. Ich sehe so krass blass aus irgendwie. Ich verlinke euch natürlich auch den Online-Shop unten in der Infobox, wo man sonst auch die Produkte herbekommt, falls ihr nicht aus der Nähe von Dortmund kommt. Und wie gesagt, diese Palette verlose ich in meinem Verlosungsvideo, das jetzt irgendwann mal online kommt. Ich muss wirklich gucken, wann ich es schaffe. Ja, was gibt's noch zu sagen? 10% gibt es zurzeit auf jeden Fall. Sollte man ausnutzen, finde ich gut. Ich gehe auf jeden Fall jetzt, denke ich mal, öfters hin, weil es sich einfach lohnt. Man kann die Sachen direkt vor Ort swatchen und sich angucken. Und die verkaufen auch die Pinsel, wie ihr schon gesehen habt. Also ich finde das total cool und mal was anderes. Sleek. Also da leuchten schon die Augen. Also man erkennt schon vom Weiten, dass da irgendwas ist, was gut ist. Und ja, ich habe mich total gefreut, mal da zu sein. Ja, und Dank natürlich für die Produkte, die ich bekommen habe. Das ist natürlich nicht selbstverständlich und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, dass ich die bekommen habe und dass ich auch einen Teil davon verlosen darf. Ja, ich hoffe, euch gefällt dieses kleine Follow-Me-Around-Video und ich kann mir vorstellen, öfters mal sowas zu machen. Wobei die arme Kamera ein bisschen gelitten hat im Auto, weil die jedes Mal umgekippt ist. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, mal gucken. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video von mir sehen. Und ja, bis dann. Tschüss.